Herzlich willkommen zurück zum dritten Teil des Interviews mit Philipp Wachenfeld. Falls ihr die anderen Videos nicht gesehen habt, guckt einfach hier in der Liste oder in unserer Playlist. Ihr findet sie auf jeden Fall. Philipp, jetzt ein paar Themen zu, ich sage jetzt mal, Badminton Deutschland. Na gut, erstmal noch einmal zu euch. Wie lief die Mannschaftssaison bis jetzt für euch? Also bis jetzt, die wurde ja abgebrochen. Ja. Klassenerhalt war drin, war nicht drin. Was würdest du sagen? Doch, also ich glaube, der Klassenerhalt wäre auf jeden Fall drin gewesen, auch wenn wir jetzt zu Ende gespielt hätten. Mhm. Wir hatten einige Leute dabei gehabt, die vorher noch keine Zweit- oder Bundesliga-Erfahrung gesammelt haben. Das hat man gerade so bei den ersten Spieltagen schon gemerkt, da steckt halt schon so ein bisschen Nervosität mit drin. Mhm. Haben dann auch ein paar enge Spiele verloren, wo du eigentlich sagst, es wäre jetzt nicht nötig gewesen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, das gehört dann völlig dazu. Und haben dann gerade jetzt mit den letzten zwei Spielen, als wir zu Hause gegen Solingen und gegen Refrath gewinnen konnten, ich glaube, da waren wir dann echt alle richtig gut drin und hat natürlich dann auch Bock auf mehr, weil wir gesagt haben, okay, wenn es jetzt so weitergeht, mhm, ne, dann können wir da auf jeden Fall die Klasse halten. War natürlich schade, dass es dann abgesagt wurde, aber mhm, völlig, völlig richtige Entscheidung, dass man mhm, das abbricht. Ne? Ja gut, da hast du mir quasi schon die nächste Frage vorweggenommen. Die Bundesliga wurde abgebrochen, gut oder schlecht? Deiner Meinung nach gut? Aus Spielersicht natürlich scheiße, mhm, ne, weil du bereitest dich auf die Saison vor und willst natürlich dann auch spielen. Gerade wo wir jetzt so ein Erfolgserlebnis als Mannschaft hatten, willst du weiterspielen, aber es war natürlich die richtige Entscheidung, weil mhm, bei uns in Köln ist dann doch recht strikt gewesen. Also ich habe dann bei unserem letzten Punktspiel gegen Refrath, war das letzte Mal, dass ich einen Schläger in der Hand hatte, mhm, weil direkt in der Woche danach, stimmt, kam dann direkt der Lockdown. Genau. Mhm. Und seitdem wurden die Hallen nicht mehr aufgemacht in Köln. Und wir haben ja auch dann versucht, so eine Sondererlaubnis zu kriegen, weil wir quasi dann als Profisportler uns anmelden. Mhm. Das hat dann auch nicht funktioniert. Und dann muss man aber sagen, dann war es völlig richtig abzubrechen. Mhm. Klar versucht man das erstmal rauszuschieben, aber dann am Ende, als es komplett abgesagt wurde, ist auch richtig. Mhm. Mhm. Glaubst du denn, es kann irgendwie weitergehen oder wird irgendwann mal weitergehen? Irgendwann wird es auf jeden Fall weitergehen. Also ich glaube, jetzt ist der Plan ja, dass das erste oder zweite Septemberwochenende, der erste Spieltag in der zweiten Bundesliga terminiert ist. Mhm. Ich bin da kritisch. Also ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass man dann vielleicht so weit ist, dass die Hallen auf sind, aber keine Zuschauer kommen dürfen. Mhm. Was meiner Meinung nach dann auch nur bedingt Sinn macht. Also gerade bei uns in der zweiten Bundesliga, ich meine, bei euch ist es ja auch so, ihr macht das ja auch als Hobby. Mhm. Und ja, die Vereine, die wollen ja auch irgendwie ein bisschen was, die machen das ja auch für ihre Vereinsmitglieder, mhm, für die Zuschauer. Und auch, also ich jetzt auch, wenn ich dann in der leeren Halle bin und dann da spiele, hat man klar diesen Wettkampf, was ganz cool ist, aber ja, mittlerweile ist der Ehrgeiz vielleicht dann auch nicht mehr ganz so hoch. Und wenn ich dann aber weiß, da sind jetzt ganz viele Leute aus dem Verein, die mir gerade zugucken, mhm, wenn wir das total geil finden, dann macht es mir natürlich auch umso mehr Spaß. Mhm. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es bis September soweit ist, aber ich bin da noch skeptisch. Mhm. Ja, bezüglich Zuschauer, ich meine, die All England waren auch jetzt vergangene Woche. Mhm. Das war auch äußerst merkwürdig, wenn da im Finale kein Mensch irgendwie applaudiert, wenn, besonders beim Sieg, normalerweise rastet ja dann die ganze Halle da aus, ja, und du hörst nichts mehr. Ja, mal gucken. Bezüglich der Liga, wie siehst du denn die mediale Aufmerksamkeit? Kriegen wir überhaupt irgendwelche mediale Aufmerksamkeit? Wie siehst du die Lage und was könnte man besser machen oder was würdest du besser machen? Was würdest du oder was läuft vielleicht schon ganz gut? Kannst du da vielleicht deine Gedanken, boah, mit uns teilen? Schwierig, also ich bin da so, was so mediale Auftritte geht, auch echt nicht wirklich bewandert. Also ich kenne mich da nicht so wirklich aus. Da bin ich auch ganz froh, dass das, also das Kreative drumherum eher andere Leute bei uns im Verein machen. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, also wir hatten das ja auch vorhin schon, als wir gesprochen haben, dass so Thema Live-Übertragung von den Spielen machen, dass einem da so Steine in den Weg gelegt werden, dass es halt dann nicht möglich ist, wo ich mir so denke, das ist eigentlich für alle cool. Also ne, mhm, es gibt so viele Leute in Deutschland, die gerne Badminton gucken. Klar, jetzt mittlerweile auf YouTube kann man sich die Weltklasse-Spiele angucken, wie man möchte. Aber ich glaube, es gibt auch echt viele Leute, also mich auch eingeschlossen, ich gucke mir auch ein Zweitligaspiel an oder auch ein Erste-Bundesligaspiel an, weil ich es einfach cool finde, auch zu gucken. Ne? Also klar, man kennt halt diese Top-Leute, aber man guckt ja auch ganz gerne so, wie spielen jetzt gerade die anderen und guckt sich das halt dann ganz gerne an. Das fände ich natürlich ganz cool. Sonst kann man immer nur hoffen, dass halt die Vereine einzeln dann medial vielleicht ein bisschen mehr machen. Also ich meine, ihr in Berlin macht ja auch echt ganz coole Sachen mit euren Vlogs von den Doppelspieltagen. Wir versuchen halt auf Instagram relativ viel zu machen, auch immer
Videomitschnitte von den Spielen zu zeigen, weil ich glaube, das kommt ein bisschen besser an als, ja, ich mache jetzt mal ein Mannschaftsfoto vor dem Spiel, dann nachher das Ergebnis Das von den war's. Detailergebnissen. Und ja, also wenn ich irgendwas sehe, freue ich mich immer, wenn ich irgendwo Videos sehe. Das kann ja auch ein Ausschnitt von einem Ballwechsel sein, Reicht aber schon, ja. das wäre natürlich cool, wenn das mehr Vereine hinkriegen, aber man braucht auch immer Leute, die es machen, ne? Und wie könnte man die Liga quasi allgemein attraktiver machen? Könnte man da, weil ich sage, jetzt bezogen auf Zuschauerzahlen, ich meine, ihr habt ja eine sehr hohe Zuschauerzahl, aber wenn wir das jetzt mit anderen Sportarten vergleichen, ist es ja immer noch vergleichsweise wenig, sage ich jetzt Ja. mal. Woran liegt das? Kann man es irgendwie verbessern? Hast du Ideen? Also das ist halt, das liegt halt einfach an dem Standing, das Badminton einfach hat. Ne? Dieses Federball spiele ich im Garten. Ich glaube, das ist halt, sagen wir mal so, in der Bevölkerung immer noch relativ weit verbreitet. Und es gibt in jedem kleinen Dorf irgendwie 15 Fußballvereine und da gehen die Leute lieber hin am Sonntag und gucken sich Kreisliga A an, als dann vielleicht Regionalliga oder Badminton in der Bundesliga. Machen wir da zu wenig Werbung oder? Weiß ich nicht. Also ich war ja auch in Langenfeld im Vorstand tätig. Ich habe dann auch mal versucht, Sachen zu machen, zu gucken, wie kriegt man das hin. Aber es ist halt schwer, die Leute zu erreichen, weil Badminton sieht von außen, wenn man einfach zuschaut, meistens relativ einfach Einfach, aus. ja. Und wenn man nicht mal am eigenen Leib erfahren hat, wie schwer das ist und wie scheiße anstrengend das sein kann, ist es, glaube ich, schwierig, das zu transportieren. Und ich meine, Fußball, jeder kickt halt irgendwie mal, jeder Weiß, weiß, wie das läuft. Und bei Tennis ist es dann vielleicht auch ähnlich, weil das, ja, hat man vielleicht doch mal irgendwie gemacht. Das ist halt also bei richtigen Badminton dann einfach schwierig, dann rüberzukriegen. Wie man das dann wirklich jetzt besser lösen kann, also da bin ich dann auch überfragt. Also da bin ich dann eher Wissenschaftler als irgendein Medienexperte. Also das dann kann ich leider keinen guten Input geben. Ja, und nochmal bezüglich der Medienaufmerksamkeit. Ihr hattet ja gestern, also ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt, aber diese Pressekonferenz Genau. gestartet, was es, glaube ich, so auch noch nicht gab in Badminton Deutschland. Zumindest nicht, Nee, weiß nicht, dass ich ich von nichts wüsste. genau. Finde ich persönlich sehr gut. Guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das lohnt sich. Genau, einfach Und Instagram, erster CFB Köln eingeben, da ist auf jeden genau. Fall bei den Videos dabei. Sehr gut. Und davon müsste es meiner Meinung nach auch mehr geben. Also das ist zumindest ein kleiner Schritt, den man machen könnte, also den jeder Verein machen könnte, einfach ein bisschen mehr Berichterstattung auch. Ja. Also was geht ab im Verein, was weiß ich, Transfer-News. Ich meine, wenn ich bei YouTube hochgehe, ich kriege immer von Sport1, von irgendeinem Fußballverein, der wechselt dahin, der wechselt dahin, der wechselt dahin, ja, Ja. von was weiß ich. Und wir kriegen so eine Information überhaupt gar nicht mit, mehr oder minder, bis es halt Naja. dann in der Liga losgeht. Ja. Also oft weiß man gar nicht, wer spielt, bis es zum ersten Spieltag kam oder so. Ja. Ich glaube, da können wir als Badminton Deutschland ganz allgemein uns ein bisschen verbessern auf jeden Fall. Und wie gesagt, der erste CFB Köln macht da meiner Meinung nach schon ziemlich viel, ziemlich gut. Ja, vielleicht ist es ja einfach dann auch mal ein Anstoß für andere Vereine. Also wir haben jetzt echt super viel Feedback bei Instagram bekommen dafür und auch, dass viele Leute gesagt haben, davon braucht man mehr. Einfach nur die Botschaft dann an die anderen Vereine, macht es auch. Also es ist wirklich klar, im Vorfeld ein bisschen Arbeit, man muss sich halt ein bisschen was raussuchen, Gesprächsthemen, so wie du jetzt auch gemacht hast, aber das ist wirklich ein überschaubarer Aufwand. Sucht euch zwei Leute, die keine Scheu haben, sich vor die Kamera zu stellen und macht es dann einfach. Und ich glaube, also es kommt schon ganz gut an. Nehmt euch nicht zu ernst. Ich meine, wir haben das ja auch ein bisschen spaßig gehalten, Klar. weil so ernst ist dann die Badminton-Bundesliga dann auch nicht, Hoffentlich ne? Und nicht, dann genau. ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, bezüglich nochmal der Ernstlichkeit, die fehlt dir manchmal also wenn ich mir jetzt beispielsweise Fußball-Bundesliga angucke, da geht es ja mehr oder minder um Leben und Tod, manchmal habe ich das Gefühl, wenn du da auf dem Feld stehst. Ja? Und bei uns ist es ja manchmal so, ja, man kennt sich, man ist irgendwie Freunde auch so miteinander, ne? Und dann spielt man halt so. Also fehlt dir da manchmal so ein bisschen der Biss? Also überhaupt nicht. Also wenn wir gegeneinander spielen würden, wäre mir halt egal, dass wir Freunde sind. Also dann will ich halt gewinnen. Also den Eindruck habe ich halt nicht. Habe ich jetzt auch nicht den Eindruck gehabt bei anderen Spielern oder so, dass dann heißt, okay, wir sind ja eigentlich ganz gute Freunde, dann wird das so ein bisschen läppisch, sag ich mal, auf dem Feld. Ich finde es immer gut, wenn man auf dem Feld noch lachen kann und wenn man noch über das nächste Mal verreden kann. Ne? Das ist ganz wichtig. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dich da nicht tot ernst nehme und wenn es geht, dich komplett in den Boden stampfen möchte. Ne? Also dass so eine Ernsthaftigkeit abhanden kommt, sehe ich nicht.
Ich finde, manche Leute sind einfach zu ernst, zu verbissen. Also, ich habe es halt immer ganz gerne. Da kann mal gerne mal ein Spruch kommen. Und wenn man dann einfach mal kurz ein bisschen lacht, hat es noch keinem geschadet. Ne? Ja, und bezüglich Zuschauerzahl, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, ihr habt ja, nennt ihr selber so Hexenkessel aufgebaut. Wie habt ihr das gemacht oder wie ist das zustande gekommen? Habt ihr da irgendwelche Werbetrommeln gewirbelt, dass die Leute in die Halle kommen oder sind die von alleine gekommen? Also was müsste ich mir als SVBB abgucken, damit das vielleicht auch bei mir, bei uns funktioniert? Also Werbetrommel wird auf jeden Fall immer ordentlich gerührt bei uns, also gerade intern im Verein. Also wir sind natürlich auch ein Riesenverein, wir haben extrem viele Mitglieder in Köln. Dann geht es halt wirklich dann 2 Wochen vor den Spielen immer, die schreiben raus und bei Instagram Werbung. Der nächste Spieltag steht an, kommt vorbei. Das mit dem Hexenkessel ist entstanden, weil unsere alte Halle, in der wir in der Regionalliga auch gespielt haben, ist wirklich sehr klein. Und dadurch hat man halt ganz schnell diese Hexenkessel-Atmosphäre, dass er gesagt hat, du hast 2 Felder. Ich glaube, hinterm Feld sind 1,5 Meter Platz oder was. Auf beiden Seiten. Die Leute sitzen eng am Feld dran. Dadurch kann ich ja gar nicht leiden. Ja, das haben viele Leute gesagt, das geht gar nicht. Ich habe ja auch mit Soling in Köln gespielt, gegen Köln. Ach so, okay. Muss man sich halt dran gewöhnen, sage ich mal. Da kam das also ein bisschen drauf. Ja, gut, wir haben jetzt auch versucht, in der neuen Halle, also in der Bundesliga, einfach versuchen, das alles so ein bisschen zusammenzurücken, enger zu machen. Also gerade wie man die Stühle stellt. Ja, aber ein Geheimrezept gibt es nicht. Ich will jetzt nicht sagen, die Leute mit Alkohol in die Halle locken, aber bei uns funktioniert das ganz gut. Bei uns gibt es dann immer das Kölsch für 1 Euro. Und gerade wenn wir halt dann Spieltage, keine Ahnung, samstags um 17 Uhr starten, ist das für die Leute, Corona außen vor gelassen, wenn man noch irgendwo hingehen kann, halt einfach super. Weil die Leute sagen, ey, okay, wir wollen nachher eh in die Stadt. Dann gehen wir um 17 Uhr zum CFB, gucken die erste Mannschaft. Du kannst günstig ein Bier trinken, kannst noch was in der Cafeteria essen. Die erste Mannschaft profitiert davon, weil Stimmung ist und weil ein bisschen Geld reinkommt durch die Cafeteria und die können dann einfach danach weiter in die Stadt ziehen und es ist halt so eine Win-Win-Situation. Ne? Aber das ist halt in Köln auch ein bisschen leichter eventuell, weil ich glaube in Köln diese Feiermentalität, die sitzt sehr locker und das ist halt einfach die Leute dafür zu begeistern. Dann hast du halt gerade mit Karnevalsmusik und so, das kennt jeder in Köln und das funktioniert zu jeder Jahreszeit. Ne? Wie sieht das denn finanziell bei euch aus? Also ich meine, so eine zweite Bundesliga-Mannschaft ist ja nicht gerade günstig, würde ich jetzt mal behaupten, kenne ich auch aus Erfahrung. Wie steht ihr euch da finanziell auf? Habt ihr Sponsoren, die euch da ordentlich mit Geld zupumpen oder müsst ihr aus der eigenen Tasche irgendwie was bezahlen? Also zupumpen wäre jetzt übertrieben gesagt. Also wir versuchen das natürlich dann alles über die Sponsoren zu regeln, dass die Spieler selber in der Liga jetzt keine Mehrkosten haben. Ne? Also, gut, wenn du jetzt zum Heimspiel hinfährst, dann hast du ja für die deine bisschen Spritkosten, so, das geht dann. Aber es ist schwierig, gerade in so einer Stadt wie Köln, will man ja meinen, man hat ja ganz viele Möglichkeiten, da an Geld zu kommen. Aber ja, die suchen sich dann doch lieber die großen Vereine, unterstützen die da. Wir sind da ganz gut aufgestellt, wir haben da auch echt fähige Leute im Vorstand, die da echt viele gute Arbeit machen und dann echt immer wieder neue Sponsoren ransuchen. Wir versuchen ja auch immer, möglichst viel auf unserem Trikot zu verkaufen, sag ich mal, an Fläche. Weil ich das noch nie verstanden habe, so wirklich, dass man dann einfach nur so ein leeres Trikot hat mit dem Vereinsnamen hinten drauf und dann einen Sponsor auf der Brust, wo ich gesagt habe, es gibt Ärmel, es gibt Rücken, wir haben es auf der Hose jetzt mittlerweile auch. Aber was ist das Interesse da hoch von Firmen dann zu investieren, sag ich jetzt mal? Hoch ist übertrieben. Also man muss schon hinterher sein, man muss auch schon aktiv anfragen. Aber es funktioniert dann schon irgendwie. Man findet dann doch irgendwie vielleicht ein kleines Restaurant, einen kleinen Shop oder so, der dann sagt, ja, okay, könnte ich vielleicht doch machen. Und dann kommt das Logo vielleicht auf die Hose und solche Sachen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt im Geldregen stehen und zugeschüttet werden. Gut, aber dann leistet ihr gute Arbeit anscheinend. Also wie du schon meinst, ihr seid aktiv da auch. Ja, also unser Vorstand macht da wirklich vorbildlich. Da sind super viele Leute, die sich da gut engagieren. Und das richtig gut machen. Ja, und was wollte ich jetzt gefragt haben diesbezüglich? Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, das tut mir leid. Cut. Nein, aber dann vielleicht eine andere Frage. Ihr hattet ja vergangenes Jahr diese Spendenaktion bei euch auch gestartet. Ne? Genau. Die lief ja auch, glaube ich, ganz gut, oder? Wie viel Geld habt ihr da eingenommen? Und gibt es dieses Jahr auch wieder eine?
Soweit ich weiß, ist keine weitere Fairplay-Aktion geplant dieses Jahr, aber ich will jetzt da die Vorstandspläne nicht durcheinander bringen. Ich weiß bis jetzt von nichts. Was haben wir eingenommen? Ich meine, wir hatten als Zielsumme 7.000 € ausgegeben und waren dann nachher bei 7.600 oder so. Meine ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das lief extrem gut an. Also ich glaube, wir hatten nach den ersten 24 oder 36 Stunden die Hälfte schon erreicht. Und das war auch total krass. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass die Leute da so viel machen. Aber das war eine richtig coole Aktion. Wir sind immer noch dabei, manche Prämien Wollte gerade einzulösen, weil fragen, das habt ihr auch so ein schon bisschen Corona-bedingt dann auch ja nicht mehr nicht geklappt hat, mehr? weil es sind noch ein paar, also wir hatten ja auch Trainings bei einzelnen Spielern zur Versteigerung freigegeben und Das ja, ging das dann war dann nicht. irgendwann schwierig mit Hallenzeiten auch, ne? Aber das wird alles nachgeholt. Ja, und ihr habt ja auch ganz gutes Training, habe ich mitbekommen, Ja. wo wir vorhin hinter der Kamera gesprochen haben. Sehr gut organisiert. Wer macht das bei euch? Und ja, wie kam das alles, dass so gutes Training bei euch im Verein auch angeboten werden kann? Wie das gekommen ist, kann ich dir nicht sagen, weil das war quasi schon so, als ich angefangen habe da oder als ich zum CFB gewechselt bin. Also was super ist, dienstags haben wir immer Training bei Stefan Kuhl. Kennen wahrscheinlich noch einige von euch. War ja auch mal Nationaltrainer lange Zeit. Der Christian Böhmer, den ihr vielleicht auf der Pressekonferenz gesehen habt, der macht auch regelmäßig Training bei uns. Und die beiden kommen dann auch meistens bei den Spieltagen in die Halle und unterstützen uns bei den Spielen, was halt echt super ist. Dann hat man da auf jeden Fall zweimal die Woche schon mal ein richtig gut angeleitetes Training. Und am Wochenende haben wir meistens dann die Halle zur Verfügung, wo wir dann als erste Mannschaft uns treffen und das dann einfach ein bisschen individualisieren, vielleicht ein bisschen matchen und so. Deswegen haben wir da echt ein ganz gutes ja, Grundkonzept und so ein gutes Gerüst fürs Training im Verein. Ja, cool. Vielen Dank, Philipp. Wir können auf jeden Fall festhalten, der erste CFB Köln macht gute Arbeit. Ich hätte beinahe auch mal für den CFB Köln gespielt, nur mal so am Rande, als ich noch in Aachen gewohnt habe. Chance vertan. Da hatte man mich gefragt, ob ich nicht wechseln möchte. Aber ich bin zurück zu meinem Herzensverein, den SVBW, gegangen. Dank Lutz an der Stelle. Ja, sonst wären wir vielleicht heute Spielpartner, Mannschaftspartner. Vielen Dank.